Fachgruppe Brückenbau ist in der Tat eigentlich eine Nischenfachgruppe, aber eine Fachgruppe, die sehr hohe Fähigkeiten hat. Unsere Aufgabe ist es hier mit dem Brückenbau Behelfswege zu schaffen, Behelfsübergänge zu schaffen, sei es nach einem Unwetter wie hier in Simbach am Inn, sei es aber auch zum Beispiel aufgrund eines Defekts einer Brücke, um Verkehrswege aufrechtzuerhalten, um die Möglichkeit der Zu- und Abfahrt von Rettungsdiensten sicherzustellen, aber eben auch die Bewegung der Bevölkerung natürlich zu erlauben und auch um Wirtschaftsbetrieben die Möglichkeit zu geben, nach einer Katastrophe wie hier in Simbach auch wieder beliefert zu werden und arbeiten zu können. Ja, das THW kann prinzipiell behelfsmäßige Übergänge bauen für Fußgänger, Radlfahrer bis hin zum leichten Verkehr oder eben auch bis zum Schwerlastverkehr bis zu 60 Tonnen Belastbarkeit. Fachgruppe Brückenbau spielt im THW eine gewisse Sonderrolle. Es gibt gerade mal 14 Ortsverbände bundesweit, die Brückenbau betreiben. Man hat damit, wie manche andere Fachgruppen auch, einen sehr, sehr spezialisierten Bereich, in dem man tätig ist, der nicht so oft zum Einsatz kommt. Das ist halt mal was ganz anderes, eine Brücke aufzubauen und mitzuhelfen. Ich glaube, das macht man nicht so oft in seinem Leben. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Übergänge zu schaffen. Das fängt in Bergungsgruppen an mit Stegen aus Holz zum Beispiel. Geht weiter über Stege aus dem Einsatzgerüstsystem. Das sind alles Sachen, die machen die Bergungsgruppen in Längen von 3, 4, 5 Metern. Wenn es um das Thema fahrzeugbefahrbare Brücken geht, gibt es im THW im Prinzip zwei klassische Brückentypen. Das ist einmal das hier in Simbach errichtete Behelfsbrückengerät Bailey. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es von Hand transportabel ist. Es ist überall eigentlich aufzubauen. Es stellt sehr, sehr wenig Anforderungen an den Untergrund. Dann gibt es noch das Krupp-D-Brückensystem, das im Prinzip aus Dreieckselementen besteht, sehr viel schwerer ist, aber eben auch höhere Lasten verkraftet. Es kommt jeder mit der gleichen Grundeinstellung ins THW, weil man helfen möchte. Und durch diese gleiche Grundeinstellung hat man eine gemeinsame Basis, auf der man sich versteht. Das gemeinschaftliche Zusammensitzen auch und das ist eigentlich so, ja, eigentlich so eine zweite Familie für mich. Ich kann mein Leben ohne THW gar nicht mehr vorstellen. Die Faszination, dass man mit einem Brückenschlag auch mental und im weiteren Sinne des Wortes eine Brücke schlägt. Dass man nicht einfach nur ein Klotz Eisen dorthin schmeißt, sondern wirklich etwas ermöglicht, ein Wasser zu überqueren, was auch einen symbolischen Charakter und symbolischen Wert für die Bevölkerung und die Menschen hat. Das ist eine gewaltige Faszination zu sehen, wie viel man mit doch einer überschaubaren Anzahl Händen leisten kann und dass am Ende eines Tages eine solche gewaltige Brücke steht. Und zum anderen aber auch ist es eine gewaltige Motivation, wenn man tatsächlich helfen kann. Und die Menschen, denen man hilft, vor einem stehen und sie einfach nicht sagen können, was sie sagen wollen, weil sie einfach nur glücklich sind, dass man ihnen hilft. Die Menschen wissen, was wir für sie tun. Die Menschen sind dankbar, dass wir es tun. Umso mehr, wenn wir ihnen sagen, wir machen das ehrenamtlich. Wir sind keine Firma, wir sind alle ehrenamtlich hier. Wir werden mit Kuchen versorgt. Die Menschen nehmen Anteil, es interessiert sie. Und sie sind einfach nur froh, dass ihnen in dieser sehr, sehr schweren Lage, in der sie stecken, andere Menschen helfen. Andere Organisationen wie das THW helfen, ein bisschen Normalität wieder in den Alltag zu bekommen. Und Verkehrswege sind die Herzschlagader unseres Lebens und für die Menschen natürlich eminent wichtig.